Hallo und willkommen zurück bei einem neuen Top-Spiel bei Last Gaming. Ja, dieses Wochenende sind nicht die besten Partien, finde ich mal. Mehr kleinere Vereine gegen größere. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bei Nürnberg sind in den letzten Wochen immer viele Tore gefallen. Also natürlich zum Leidwesen von Nürnberg. Aber holen wir die Partie mit. Nürnberg gegen Hoffenheim. Schafft Nürnberg die Wende im Abwärtstrend? Oder gelingt Hoffenheim wieder ein Kantersieg gegen zuletzt enttäuschende Nürnberger? Aber gut, wenn wir ehrlich sind, es war eigentlich... Oh, ist das Abseits? Abseits, okay. Anders wäre das eine super Chance geworden. Aber sind wir mal ehrlich, ja, die Nürnberger, ein cooler Verein, aber ja, für die Bundesliga finde ich dann doch eine Nummer zu klein. Obwohl, aber wenn sie dieses Jahr die Klasse halten können, na, vielleicht ist da nächstes Jahr mehr drin. Aber es ist natürlich für einen Aufsteiger immer äußerst schwierig, in der Liga zu bleiben. Egal wer das ist, ob das jetzt nächstes Jahr Köln ist oder Hamburg. Ist immer schwierig. Wobei man bei den Kölner sagen muss, die haben wenigstens noch ihre Leute halbwegs behalten. Da geht das eigentlich noch. Aber man ist natürlich auch nicht unbesiegbar. Hat man ja letzte Woche gesehen. Da haben die Kölner, glaube ich, gegen Duisburg verloren. Und jetzt Salay, der hat am Wochenende bei Ungarn, glaube ich, sogar zweimal getroffen gegen Estland, wenn ich mich richtig erinnere. Und 10 Minuten sind gespielt und die Chancen bleiben bis jetzt noch aus. Die Nürnberger wird das freuen. Die Hoffenheimer wahrscheinlich eher weniger. Na, der Pass hier auch zu ungenau. Das können sie auf jeden Fall besser. Aber jetzt über Schulz. Salay. Schulz. Ah. Das war dann knapp daneben. Aber knapp daneben ist auch vorbei, ne? So. Markreiter auf Mühl, Behrens. Den Namen kann ich jetzt nicht wirklich aussprechen. Misigian. Ja, Vogt, Bittencourt. Valentini. Bittencourt, Schulz. Na, ja, aber bei den Hoffenheimern läuft im Moment auch nicht alles rund. Es sind 20 Minuten gespielt. Naja. Die Nürnberger werden etwas mutiger. Löwen, Behrens. Oh, oh, was ist das? Was macht denn der Torwart da? Was war denn das für eine Aktion? Nürnberg führt, aber wie? Wie führen die denn hier? Wahnsinn. Wahnsinnspatzer hier von Hoffenheims Schussmann. Ja, was hat er sich denn dabei gedacht? Den kann man ruhig mal so machen. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn der Ball? Oh, im Tor. Und ja, Baumann bringt Nürnberg in Führung. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Aber jetzt Kramaric. Wird aber geklärt. Die Nürnberger wieder eine Offensivbewegung. Oh, Isak. Wird aber abgelaufen. Krilic. Schulz. Schöner Pass auf Kramaric.
Ah, das war dann wohl eher nichts. Und die Hoffenheimer werden jetzt wieder ein bisschen munterer, müssen den Schock natürlich erstmal verdauen. Aber Pretlov ohne Probleme. Wenn man ihn denn so ausspricht. Aber jetzt gegen Ende der ersten Halbzeit, die Hoffenheimer werden mutiger. Und das müssen sie auch, sonst verlieren sie nachher hier die Partie. Und Schuss! Aber der Schlussmann hält wieder. Hält hier seine Mannschaft im Spiel. So. Aber das war wirklich ein geiles Tor. Der Eckball war dann eher zu ungenau. Und jetzt gibt es was war das? Foul? Na, Stürmerfoul anscheinend. Jetzt Bittencourt. Kommt nicht durch. Und die Nürnberger klären zum Einwurf. Oh, der FCN Fanshop. Hör the game. Der mir bei. Dem mir bei so. Ah, aber wie gesagt, nach vorne geht bei den Nürnberger nicht viel. Außer die Hoffenheimer leisten ein bisschen Schützenhilfe. Das war mal eine schöne Aktion. Schön geklärt. Und kein Foul. So, jetzt schick ihn doch über außen. Und jetzt muss es aber... Kaderbarek, oder wie er heißt, muss doch machen. Und der macht es nicht. Legt doch in die Mitte, Junge. Na, da ärgert er sich. Ah, ja, gut. Na, den Pass in die Mitte hätte er vielleicht versuchen können. Aber da wären zu ein bisschen nach hinten abgelegt, wäre wahrscheinlich die beste Möglichkeit gewesen. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ja, bis jetzt eine eher durchwachsene Partie. Ich hätte da von Hoffenheim bis jetzt mehr erwartet. Das Highlight des Spiels war natürlich das Eigentor von Baumann. Das muss man natürlich auch erstmal so hinbekommen. Weltklasse. Und ansonsten nicht viel passiert. Die Hoffenheimer hatten dann doch die ein oder andere gute Chance. Aber so viele waren da jetzt eigentlich gar nicht dabei, ne? Ja, wie gesagt, Nürnberg ein Schuss, ein Tor. Hoffenheim ist auf jeden Fall spielüberlegen. Auf jeden Fall, was den Ballbesitz angeht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es in Halbzeit 2 weitergeht. Die Hoffenheimer mit dem Anstoß. Und die müssen jetzt Gas geben. Man will ja schließlich oben dabei bleiben. Oder besser gesagt, wieder oben rankommen. Man ist ja schließlich oben dabei bleiben, ist immer schön gesagt, ne? Man in Hoffenheim ist erst 13. Sogar noch hinter Nürnberg. um oben wieder anzugreifen, müssen sie natürlich gewinnen und auf die Konkurrenz hoffen. Wenn sie hier verlieren, könnten sie doch böse abrutschen. Nürnberger ein Punkt mehr, 8, Hoffenheim 7. Für Nürnberg wäre der Sieg natürlich geil. Hätten sie 11 Punkte, wäre aktuell der 7. Platz, wenn alle anderen verlieren würden. Jetzt kommt Eras für Löwen bei Nürnberg. Ja, und der Ball landet dann doch sicher bei Torwart. Baumann diesmal ohne Fehler. Passiert ja auch mal.
Aber bei den Hoffenheim. Oh, jetzt vielleicht die Chance. Ah. Bei Hoffenheim geht nicht so viel nach vorne, ne? Die haben doch äußerste Probleme hier durch die Abwehr der Nürnberger durchzukommen. Aber ja, was ist das? Hm, vielleicht haben die Nürnberger wieder auf so einen Torwartfehler spekuliert. Und jetzt mal ein schöner Pass auf Kaderabek. Und oh. Eckball für Hoffenheim. Ja, da hätte der Torwart ihn vielleicht doch rausfausten sollen. Jetzt kommt Fuchs für Petrak in die Partie bei Nürnberg. Der Eckball kommt. Und Tor. 1-1 in der 62. Minute. Und wie sage ich immer so schön, oder wie sagt man im Fußball immer so schön, wenn es aus dem Spiel heraus nicht geht, dann eben durch einen Standard. Steigt hier am höchsten, wird auch am höchsten hier getragen. Den Namen sehe ich aktuell noch nicht. Schauen wir jetzt erstmal die Wiederholung an. Zack, hoher Ball. Und da steigt er vor zwei Nürnbergern. Das dürfte normal nicht passieren aus Nürnberger Sicht. Und köpft den Ball schön ins Tor. Der Torwart kommt nicht dran. 1-1. Und ich habe immer noch keinen Namen. Akpoguma. Ja, die Torschützen. Der Torschütze von Hoffenheim. Nicht gerade mit dem schönsten Namen, aber immerhin hat er ein Tor geschossen. Das ist aber jetzt abseits. Eine richtige Entscheidung. Knapp, aber richtig. Der passt vielleicht ein Ticken früher. Ja. Ein Ticken früher und dann wäre er durch gewesen. Aber ich glaube, von den Nürnbergern beschwert sich ja auch keiner, wenn es 1-1 ausgeht. Aber vielleicht jetzt wieder. Na, der Ball wird geklärt. Ja. Aber Nürnberg wieder im Ballbesitz. Oh, erobert sich den Ball zurück. Ein zweites Mal. Schöner Pass. Und da steht keiner in der Mitte. Wäre eine super Chance zum 2-1 gewesen. Schade eigentlich. Aber vielleicht jetzt? Nein. Aber vielleicht jetzt. Und? Nein. Ja, sie kommen mit ihren Flanken nicht durch. Und vielleicht jetzt der Konter von Hoffenheim. Ah, Glück gehabt. Die Nürnberger Abwehr ist auf der Hut. Auf der Hut. Aber im Sturm ist im Moment bei Nürnberg auch nicht mehr viel los. Aber ich denke, sie können mit dem Unentschieden mehr oder besser leben wie Hoffenheim. Aber vielleicht jetzt. Oh, das muss es sein. Und da schießt er daneben. Junge. Bittencourt. Ja, den muss er eigentlich machen. Äußerst ärgerlich. Na, wie gesagt, Nürnberg. Oh, haben sie aufgepasst und sich den Ball zurückgeholt. Na, dann ist er aber auch so schnell wieder weg, wie er gekommen ist. Und jetzt vielleicht Hoffenheim. Und. Ah. Der ist schön gehalten. Noch 6 Minuten. Fuchs. Oh. Naja gut, die Nürnberger haben jetzt natürlich Zeit. Die wollen hier nichts mehr riskieren. Aber im Moment sieht... Na, so nicht. Die Hoffenheimer versuchen jetzt natürlich nochmal alles nach vorne zu werfen. Und ein schöner Ball auf Isak.
Aber die Flanke zu ungenau. Baumann hat ihn diesmal sicher. Beide Torhüter hatten ja heute nicht so viel Arbeit. Wobei das Tor natürlich auf Baumann geht. Oh, schöner Pass. Vogt. Krilic. Demirbay. Schuss. Bretloff hält. Und es gibt noch einmal Ecke für Hoffenheim. Das könnte jetzt spannend werden. Und, aber diesmal nicht. Diesmal passen die Nürnberger auf. Und es wird langsam knapp für Hoffenheim. Und jetzt die Chance. Ist er abseits? War abseits, oder? Ja. So ein Pech für Hoffenheim. Wieder der Mann im Abseits. Und schauen wir uns die Wiederholung an. Na, doch ein gutes Stück. Ja, wenn er da besser gestanden hätte. Wäre es das wohl gewesen? Und das müsste jetzt eigentlich gleich der Schlusspfiff sein. Und da ist er. Nürnberg und Hoffenheim trennen sich 1:1. Ja, bei beiden ging heute nicht so viel. Hoffenheimer vielleicht die bisschen bessere Mannschaft, obwohl es in der zweiten Halbzeit sich dann eher neutralisiert hat. Auf jeden Fall, das Tor geht auf Baumanns Kosten. Ich denke, Nürnberg kann mit dem Spiel, mit dem Ergebnis besser leben wie Hoffenheim. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ja, und ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.